Alter, was geht ab, Leute? Und hier? Wir testen ein neues Restaurant. Vietnamesisch. Natürlich gibt es eine Hook. Irgendwas Besonderes. Und zwar hat der Laden neu aufgemacht. Und ganz viele Foodblogger aus München waren dort. Natürlich wollen wir abchecken, wie ehrlich die waren, wie gut der Laden tatsächlich ist. Und ich habe auch mitbekommen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wer das organisiert hat. Und rein theoretisch hätte ich die auch anschreiben können. Und sagen können, hey, ich check den Laden ab, gib mir Essen umsonst. So, frisch gebackene Braut, Leute, aus den Flitterwochen. Schauen wir mal, was sie so haben. So, Leute, Vorspeisen, Bollerlot, unnötiger Salat. Gyoza. Jetzt nein! Mauritius war nicht so saftig, Leute. Doch, danach schon. Danach, also zumindest dieses Hotel nicht. Ja, schlechtes Buffet, oder? Was sagt ihr? So, schauen wir mal. Ich darf jetzt nichts mehr schneiden. Wie schneiden? Ja, sonst fällt deine Kamera um. Ach so, nein, nein. Bisschen zäh, aber Fleisch ist saftig. Okay. Nimm dir ein Gyoza. Natürlich. Noch Getränke bestellen. Das Chili? Das Chili, ja, das ist voll scharf. Yes, das hier ist scharf. Das ist nicht Paprika, Leute. Also mir reicht wahrscheinlich tatsächlich so, weil ich schaffe auch das nicht. Ich weiß nicht, wo ich meinen Reis hin tun soll, Leute. Da rein, theoretisch. Oh, halt mal einen Teller. Ich will da rein machen. Ja, weil der ist dreckig. Also hier will ich meinen Reis nicht reintun. Was macht er? Soße. Wir haben Zuerst muss das hier weg, das stört mich nicht. Das ist heiß. Chemische Reaktion. Oh, ich hab's angefasst. Gift! Gift auf meinem Körper, Leute! Ist nicht so gut aufgebaut hier, strukturiert. Ich hätte lieber diesen Teller und die anderen das nicht nehmen. Also ich nehme diese Schüssel als meine Schüssel, weil sonst geht es nicht anders. Ja, wunderbar, wir haben ja dann Pioneers Club, die Idee könnten wir ja gleich mal reinbringen und so. Und dann ist da niemand gekommen. Immerhin ist es eine sehr große Portion. Das, da kann man sich nicht beschweren. Ist okay. Die Spanier machen. Mhm. Hm? Was findet ihr das auf jeden Fall besser? So, Leute. Ich gönne mir noch Nachspeise. Sandra gönnt sich noch einen Drink. Fazit zum Essen kommt noch, aber ich kann sagen, es war eine sehr große Portion. Ich bin extrem satt. Ich auch. Sie auch, ja. So. Das ist übrigens Bier. Cool. Mmh, lecker. Mmh, das ist lecker. Ahoi, da Ricardo, was geht ab? Freut mich von dir zu hören. Und ja, ich versuche immer wieder mal die Jungs mit an Bord zu holen. Ja, ansonsten, Insi-Modus läuft eigentlich ganz gut. Bei mir läuft es nicht schlecht, zum Glück. Alhamdulillah. Ich hoffe, bei dir läuft auch alles gut. Vorhin eine Sprachnachricht von Ricardo bekommen.
Schade, leider haben wir ihn auf der Deutschland-Tour nicht gesehen letztes Jahr. Leider haben wir bisher keine neuen Supporter seit dem Food-Ding. Immer noch die alten Gesichter. Es ist halt jetzt noch kein neuer aufgetaucht, der die Videos richtig feiert und jedes Video kommentiert und sagt, boah, heftig oder so. Vielleicht sind die Videos auch gar nicht heftig. Ja, auf jeden Fall, Kuss geht raus an Oksana. Sie ist jetzt eine verheiratete Frau. Und ja, ich kann nicht sagen, Kuss geht raus an dieses Restaurant. Das war jetzt ein gutes, normales Restaurant. Was ich sagen kann ist, ich hatte Druck auf den Bauch. Also ich war so satt von der Portion. Das war eine ordentliche Portion. Ja, ist immer interessant zu sehen, wenn ein neues Restaurant aufmacht und dann siehst du alle Foodblogger, denen du halt folgst. Die waren dort, die machen Reel, die machen Posts und so weiter und so fort. Und du denkst dir halt, ja, wie läuft das so hinter den Kulissen ab? Weil irgendwann bin ich hoffentlich auch hinter den Kulissen. Also diesmal habe ich sogar mitbekommen. Wir können mal einen kleinen Blick drauf werfen. So, das Restaurant heißt Q. Wir gehen mal hier rechts, wo sie markiert wurden. Dann sehen wir zum Beispiel Rainer von Munich Food war da. Essen ist live. Mein Gott, was war das für ein Stimmbruch gerade? Pablo Eats, Geheimtipp München, Genussverliebt, In Love with Munich, mit denen habe ich Beef. Munich Inside, Munich Trend. Und das ist die, die Munich Trend führt und Social Media macht. Die kümmert sich halt um die Social Media Auftritte von ja, verschiedenen Kunden. Und dieses Q ist halt ein Kunde davon. Da kannst du zum Beispiel hier in WhatsApp öffnen, ja. Ich bin da irgendwie nicht reingekommen. Hallo meine Freunde, so cool, dass ihr dabei seid. Ich poste in diese Gruppe anstehende Foodtreffen, Aktionen, Events und Kooperationen. Das ist das Wichtige, Kooperationen. Foodgutscheine, 30 Euro Gutschein. Bei Restaurants, die derzeit dabei sind. So ein Italiener, irgend so ein Grieche, so ein Vorladen und eben dieses Q. Da gibt es hier so drei Versionen, Story, Beitrag oder Reel. Und dann Reel gibt sogar Geld, vergütet ist es sogar. Da kann man sich wahrscheinlich bei denen melden und die kümmern sich halt drum. Ich hatte mir das auch überlegt, auf selbstständig ein paar Restaurants, wenn man eh dabei ist, da vorbeischaut, um das zu filmen, 2-3 Kunden und dann regelmäßig da vorbeischauen, ein bisschen Material aufnehmen, um Social Media von denen sich kümmern, dass der Laden sich verbreitet, Hype bekommt und so. Ist wahrscheinlich schwieriger, als man denkt. Ich komme ja auch öfters ins Gespräch mit den Leuten, zum Beispiel Fat Butcher. Kuss geht raus, der Kollege Social Media, er so richtig leiden, das taugt ihm gar nicht und so, er tut sich richtig schwer, den hätte man ansprechen können. Das Video habt ihr noch nicht gesehen, das kommt erst noch, aber so ein Ramenmeister, der hat eine Ansage gemacht, der hat auch Struggle und der hat gar keine Zeit, sich um Social Media zu kümmern, den könnte man auch fragen. Es ist gar nicht so schwer, da einfach so Restaurants zu finden, die, weil die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Social Media wird immer wichtiger und die haben nicht die Kapazitäten und das Know-how, um sich darum zu kümmern. Ich finde es sehr interessant zu sehen, so die, hinter die Kulissen. Wie läuft das ab? Wie kommt es, dass auf einmal jeder Foodblogger dort vorbeischaut? Das ist jetzt nichts Schlechtes, auch nichts Verwerfliches. Der Laden ist okay. Klar, wenn man sagt, boah, da muss man unbedingt hin oder boah, besser Vietnamese oder so ein Schmarrn. Ja, die schmeißen, die philosophieren. Dafür gibt es ja mich, damit ich da hingehe und dann Real Talk sage, hey, der Laden ist okay, der Laden ist gut, der Laden ist schlecht. Aber das war's von mir, Oksana und dem Q-Restaurant. Ist jetzt kein Laden, wo man unbedingt hin muss. Ist ein netter Laden für die Nachbarschaft. Wenn ich dort in der Nähe wohnen würde, würde ich abends vielleicht ab und zu mal dort essen. Ihr wisst Bescheid, wenn man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, die ich für den Crow, Crypto Cash Show generieren, jeden Tag tracken, CS Business und ciao.